Guten Abend. Wohnst du noch oder lebst du schon? Damit wirbt ja IKEA. Ich komme gerade von IKEA. Ich war einen ganzen Tag bei IKEA und habe dort eingekauft und war, na, ihr wisst ja, wie das ist. Man läuft durch diese immens großen Hallen und musst du erstmal durch die ganzen Wohnungen durchlaufen, die eingerichteten, die Scheinwohnungen, die zur Schau gestellt werden, Küchenbereich, Schlafzimmerbereich, Bürobereich etc. Und dann kommt man in die Markthalle und dann kauft man dies und jenes. Aber ich habe das bekommen, was ich bekommen wollte. Ich habe ein Regal, was ich dringend brauchte. Ein zweites bekomme ich leider erst, das hat heute nicht geklappt. Sie hatten das 3 Jahre nicht da. Das bringt mir meine Freundin, aber die fährt am Donnerstag, fährt die nach Düsseldorf sowieso und holt sich dort bei IKEA das Dreier, was ich jetzt noch nicht habe. Das sind ganz einfache Regale, aber ja, in dieser neuen Wohnung muss man jeden Stauraum, jede Ecke irgendwie ausnutzen, damit man nicht ertrinkt in den Dingen. Ich mag das nicht. Ich habe gerne große Flächen und viel Platz. Und wie erreicht man das in einer Zwergenwohnung? Man versucht, möglichst viel zu verstauen, damit man das nicht dauernd vor den Augen sehen muss. Und so geht es mir jedenfalls. Also ich brauche das Gefühl von Freiheit, auch in einer Wohnung, auch wenn sie klein ist. Und bei der Gelegenheit sind wir jetzt beim Thema Wohnen überhaupt angelangt. Und ich möchte dich mal fragen, wie denn dein Wohnstil ist. Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Also meine Freundin zum Beispiel, die liebt es kuschelig. Also die hat, unglaublich, ich könnte das nicht ertragen. Die hat die ganze Wohnung voller Kuscheltiere und zwar große, diese IKEA-Löwen und Walfische und jede Menge Hunde. Dann hat sie auch noch einen großen Hund und dann wohnt sie auch noch auf einem kleineren Raum wie ich. Sie braucht Höhlen. Sie braucht dieses Gefühl, kuschelig in einer engen kleinen Höhle zu sitzen. Ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Ich kann das überhaupt nicht ertragen. Also ich brauche klare Flächen, ich brauche Raum und Luft, um mich wohlzufühlen. Und ich bin immer dabei, immer das noch zu verbessern und besser zu basteln. Das kommt auch darauf an, astrologisch gesehen, was du in deinem vierten Haus hast. Das vierte Haus ist nicht nur die Familie, sondern es ist auch, wie du gerne wohnst oder was deine Wohnbedürfnisse sind. Und bei mir ist das ein Wassermannhaus, also Wassermann. Wassermann ist luftig, Wassermann ist individuell. Wassermann lässt sich auf gar keinen Fall die Freiheit nehmen und einengen. Das ist zentral für Wassermann-Thema. Und in meinem Wohnstil drückt sich das aus. Das ist erstens mal sehr speziell. Das ist so meine Art, wie ich gerne wohne. Das ist auch Wassermann. Und es ist auch, dass ich sage mal, Luft und ich wohne auch oben. Also Dachwohnung ist irgendwie ganz schön, weil man dann runtergucken kann. Also das befriedigt mich doch sehr. Wie wohnst du denn gerne? Also ich sage jetzt mal jemand, der Krebs im vierten Haus hat oder Steinbock, der wohnt ganz anders, der hat ganz andere Bedürfnisse. Also, ne? Sehr spannend. Wie richtest du dich ein? Was hast du für ein Bedürfnis? Wie muss deine Wohnung aussehen, damit du dich wohlfühlst? Alles Liebe für heute. Ciao.